Wählen Sie Video aus dem Hauptmenü aus. Hier können Sie Videos hinzufügen, die auf dem Smartphone des Benutzers angezeigt werden. Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können Videos von Ihrem Computer hochladen. Ziehen Sie ein Video in das graue Feld und lassen es los. Oder klicken Sie auf das Feld, um Zugriff auf die Dateien auf Ihrem Computer zu erhalten. Die Videodatei muss im MP4-Format sein und darf eine Größe von bis zu 50 MB haben. Eine andere Option ist das Hinzufügen eines YouTube-Links. Kopieren Sie den Link und fügen Sie ihn in das Feld ein. Klicken Sie dann auf YouTube-Link hinzufügen. Jetzt ist das Video gespeichert. Sie können mehrere Videos hinzufügen. Wenn Sie ein Video löschen möchten, klicken Sie auf Video löschen. Das Video wird sofort entfernt. Die Videos erscheinen in der Poseidon-App unter Videos.